Hi, gute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Watch Dogs 1 100% Run. Ich mach mal gerade ein Verbrechen. Okay, finden wir den Mistkerl und bringen es hinter uns. Das war der, das ist der mögliche Täter. Wollte schon sagen, der geht ja nur hier um die Ecke. Dann verfolgen wir den mal. Ich will nicht, dass der Typ dauernd mitkriegt, was ich mache. Das ist potenziell Opfer. Okay. Guck mal da. So was Albernes. Bleib genau da. Ich hab etwas für dich. Nix da. Okay, Ruf erhöht. Finde ich gut. Yes! Oh Mensch, meine Batterie ist schon wieder fast leer. Ah, aber ich bin jetzt endlich Rächer, Alter. Das hat ja lange genug gedauert. Hast du mich gerade Loser genannt? Hast du mich gerade Loser genannt? Wenn es nicht um meinen Ruf gehen würde, hätte ich dir jetzt eine gescheut. So, Sehenswürdigkeit. Toll. Immer wenn ich zocke, ist meine Batterie, ey, was soll der Scheiß? Das hatte ich doch schon bei der Wii-Fassung, ja, oder? Ganz genau. Bei der Wii-Fassung, what the fuck? Ja, als ob es vom Watch Dogs eine Wii-Fassung gab. Nein, ich meinte, das hatte ich ja schon bei meinem letzten Wii-Let's Play, da ging auch mal der Controller aus. Online-Hacking? Machen wir ein Online-Hacking? Abwehr stark. Na gut, machen wir es mal. Krieg ich noch weitere Sehenswürdigkeit? Bitch, ich hab's geschafft. So, ich müsste es ja akzeptieren. Okay. Jawohl. Na gut, akzeptieren wir es. Wenn das gerade lädt, gucke ich mal, ob ich meinen Controller gerade schnell anschließen kann. Die laden aber bei mir wieder viel zu schnell hier, die Kunden. Aber ich hab's. Oh, Hilfe, Scheiße. Jetzt ist es zu dunkel, ich hab's immer gerade. Eins unserer wichtigsten Ziele okay. Ist in der Stadt. Du musst ihn finden. Ich habe beinahe nicht gesehen, wo ich es einstecken soll. That's what she said. Okay. So. Controller ist angeschlossen. Wo ist der Kerl? Der ist hier ganz in der Nähe. Gibt's doch bestimmt eine Kamera. Aber keine, die darüber zoomt. Das ist schlecht. Und der haut nämlich ab. Oh, nee. Der Kerl haut ab. Warte. Ach, ich weiß, wo ich bin. Wo das hier mit Iraq und so weiter abging. Hier war doch irgendwo eine Kamera. So, das heißt, er hat gerade die Mission hier gemacht. Ich fahre nur ein bisschen außerhalb. Ich darf nur nicht aus dem roten Bereich raus. Das habe ich ja verstanden. Okay, initialisieren wir es. Der sucht mich garantiert bei der Ruine und ich kann hier eigentlich abchillen. Aber gut, warten wir es mal ab, ob ich mich drauf verlassen kann. Ich weiß, ich habe auch nicht ordentlich geparkt, aber darum geht es jetzt nicht. Ach nee, er sucht mich ja dann gar nicht hundertprozentig bei der Ruine, weil er kriegt ja nur den ungefähren Standpunkt vermittelt. Mich da oben bei der Bahn verstecken können. Ich schau mal gerade was. Es ist zwar riskant, aber. Ah. Oh! Oh! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Geh weg! Was? Nicht mehr verfügbar?
Hä? Hä? Ist der Kerl raus? Aber ich bin nicht aus dem Internet geflogen, oder? Nope. What the fuck? Der Kerl ist einfach abgehauen. Was ist das denn für ein feiger Bastard? Egal, machen wir die Sehenswürdigkeit hier gerade noch. Wie feige war das denn bitte? Hier gibt's ja in den City Games. Die Hafenbehörden haben einen Container. Wir haben noch nie Schach gespielt hier. Mach mal das doch mal. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Man muss gar keine richtige Partie spielen, also, obwohl das eigentlich so leicht wäre für mich. Wir müssen immer Schachrätsel lösen eigentlich. Das zeige ich auch mal. Also gut. Ich darf sogar richtig spielen. Okay. Mal schauen. Ich habe ja eigentlich früher immer viel Schach gespielt. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich schon verlieren würde. Okay. Machen wir die Klassiker öffnen. Die ich immer bevorzuge. Ich wusste gar nicht mehr, dass man auch ein richtiges Schachspiel hier spielen kann. Warum drücke ich auf diesem Mittelfeld aus? Echt? Er tradet? Na gut. Komm ich mit der Dame mal raus. So. Aha, eine Bedrohung, aber das Pferd nützt doch nichts. Obwohl, er könnte weiter vorrücken. Dann hätte ich ein Problem. Wie könnte ich das Pferd am besten decken, indem ich mich hier platzieren. Mal gucken. So, nur das Einzige, was ich mache, was er von mir fordert, ist, dass ich meine Dame zurückziehe. Gut, jetzt müsste ich sie zurückziehen. Allerdings. Ziehe ich meine Dame zurück? Ich wusste gar nicht, dass es ein richtiges Schachpartiespiel gibt. Ich habe immer nur gedacht, hier gab es nur diese Schachrätsel, weil das hat mich, fand ich ein bisschen enttäuschend, dass man da nicht richtig was machen konnte. Okay. Also definitiv, die Dame muss ich wegziehen. Die Frage ist nur, wo ziehe ich sie hin? Der Springer dringt aber dann weiter vor, es sei denn... Wir gehen hier hin. Was er jetzt machen könnte, wäre den Bauer vorbringen. Ah, er kommt mit dem Springer. Ah, nein, er wütet mit dem Springer gleich hier unten. Okay, wenn er ihn hier hinstellt... Er bedroht auch. So, wenn ich die Dame wegrücke, kann er hier schlagen. Wäre aber kein guter Tausch. Hier würde er ihn eintauschen müssen. Hier müsste er ihn eintauschen. Und hier müsste er ihn eintauschen. Also das heißt, er bewegt mich, bringt mich eigentlich nur zum Bewegen mit der Dame. Riskant, aber machen wir es mal. Er traded, are you... Wirklich... Wirklich, ich mache es so, dann kann ich eine Rochade vorbereiten. Und die Dame ist auch ein bisschen abgedeckt. Okay, jetzt ist sie nicht mehr gedeckt. Und ich müsste sie da wegziehen, sonst verliere ich sie. Allerdings... könnte ich einen Damentausch anbieten. Das machen wir mal. Dann hätte ich Platz für die Rochade hier unten. Dankeschön. Und jetzt wird's gleich blutrünstig dann. Gut. Retten wir diesen Läufer? Ja, retten wir. Aber gehe ich hier hin oder gehe ich woanders hin? Warte mal. Der Springer könnte hier runterkommen oder hier hin. Ich stelle ihn... Nein, ich stelle ihn lieber hier hin, weil diese beiden Felder könnte ich... Obwohl, nee. Ich stelle ihn hier hin, weil ich bin nicht schnell genug sonst mit dem Bauer. Und sonst kommt der Springer weit runter. Okay. Er hat den König da bewegt? Wieso? Are you nuts? Machen wir mal Rochade. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Okay. Sehe ich, übersehe ich was? Ne, der Springer ist weg.
Weil das so lange dauert, werde ich erstmal nur eine Partie spielen. Wir können aber dann mal später nochmal zurückkehren. Okay. Ich muss das nicht verstehen, wie der spielt, oder? Ich laufe dahin. Und dahin. Obwohl ich auch... Nein, ich gehe dahin. Ich bereite mal eine Bedrohung vor. Wirklich? Wie dumm ist denn die KI? Schach? Ja, ehrlich. So. Jetzt könnte ich einen Tausch verführen. Oder... Ha. Ah, ich müsste meinen Läufer hier mal rausbewegen können. Warte mal. Ich lasse mal gerade meinen Springer da stehen. Der steht so schön auf einer Bedrohung. Das war irgendwie klar. So, jetzt ist die Frage, opfere ich den, um eine andere Bedrohung aufzubauen? Wenn ich da hingehe... Nein, ich brauche dieses Feld da. Stellen wir uns mal dahin. Hier kommt er eh gerade nicht durch, das ist zu abgedeckt. War klar. Typical Dick Move hier. Er versucht ein bisschen Bewegungsfreiheit zu bekommen. Ich biete mal einen Tausch an. Damit ich den Läufer wieder bewegen kann. Alles klar, dankeschön. Einziger Nachteil ist, hier unten ist das Feld jetzt frei. Aber egal. Ja, der kann hier wüten, der kann hier nichts anrichten und ich hole mir da oben dafür seinen Läufer. Und hab gleich wieder eine Schachbedrohung. Süß! Dann bedrohen wir mal wieder für Schach. Ist das wahr? Oh Mann! Und tschüss, Turm. Wie süß. Können wir hier bedrohen? Aber ich kann dieses Feld hier noch nicht abdecken. Okay. Aber trotzdem, wir schicken seinen König mal auf Wanderschaft. Viele Fälle hat er nicht mehr. Ja, echt. Echt? Muss ich nur gucken, dass ich diesen Läufer hier mal rauskriege irgendwie. Geht ein. Oh, easy game. Ah, Schach. Schach. Scary. Ach, ist der blöd? Ich hätte aber beinahe auch übersehen. Von mir aus. Mann! Lauf, Forrest. Mist. Das kann ich zwar gerade nicht bedrohen, aber ich kann mir noch ein bisschen hier rumräubern. Und mache Platz für meine Figuren. Das ist eigentlich, wenn ich keinen Fehler mache, ist es in den nächsten Zügen vorbei für den. Ich frage mich jetzt, opfere ich den oder nicht? Ich könnte den auch... Müsste ich den Springer aber dahin bringen? Das geht nicht. Das geht nicht. Es wäre auch eine Möglichkeit, ihn zu opfern. Aber ob ich das machen will, weiß ich nicht. Nope, will ich noch nicht. Ich stelle ihn mal da oben hin. Da meinte er, er kriegt den jetzt durch, um eine Dame zu bauen. Soll er mal probieren. Jetzt einfach denkt, er könnte irgendeine Figur hier bewegen. So, warte mal. Ja, geh mal dahin. Das wird gleich so ein Metzelfest hier.
Springe am Rand bringt Unglück und Schand. Eine alte Weisheit, aber naja. So. Schön, dass er sich selbst da hinten hin boxiert fürs Aus. Ehrlich? Wie den Nigger. So, jetzt überlege ich mal, wie können wir die nächste Bedrohung aufbauen? Ich müsste mal meinen Turm da rauskriegen, ne? Dann machen wir erstmal was anderes. Bieten wir mal einen Tausch an. Ist eigentlich gleich so gut wie vorbei. Gleiches Matt, oder? Ja. Wer braucht Bauern, wenn er so eine schöne Bedrohung hat? Mann! So, warte, jetzt muss ich aufpassen. Nur noch das Feld wäre dann zugänglich, gell? Lauf. Ja. Ist das wahr? Oh Mann. Das ist wahr. Echt? Okay, jetzt muss ich nur überlegen, dass ich hier keinen Fehler baue. Das war's, oder? Oder doch noch ein Bild? Warte mal. Ah doch, dahin könnt ihr doch gehen. Okay, Mist. Okay. Du. Sichern wir erstmal. Und jetzt müsste es matt sein. Lass mal gucken. Er kann auf die rechte Seite nicht mehr, er kann nicht mehr hier hin. Hier kann er nicht schlagen, weil die gedeckt sind. Und hier kann er auch nicht hin, weil... Ja, es ist matt. Ease Game. Aber, weil die Partie jetzt schon ganz schön lange gedauert hat,